Der zweite Tag im Missencamp steht ganz im Zeichen dieser schönen Köpfchen. Und dass da auch jede Menge drin ist, beweisen sie bei einer Runde Staatsbürgerschaftskunde. They call me Help. Sachkunde nicht immer langweilig sein muss, beweist diese junge Dame. Selma Distarevic ist Vize-Miss Salzburg und hat sich dazu entschlossen, ihren Kolleginnen einfach mal die Salzburger Landeshymne vorzu, aufgepasst, rappen. Dunkelnde Wälder träumen zu Füßen, friedliche Dörfer am sonnigen See. Ob an der Esse die Hämmer sich regen oder am Fluge die nervige Hand, Land unserer Väter, es jaucht es entgegen, Salzburg, oh Salzburg, du Heimatland. Cheer! Die Idee ist entstanden, wir waren draußen, sind gesessen und haben uns halt die ganzen Landeshymnen angeschaut. Und ich habe dann aus Spaß halber einfach angefangen zu lesen und das im Schnellformat. Und dann ist daraus ein Rap entstanden und jetzt haben wir das halt vorgeführt. Hat dir Spaß gemacht, oder? Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich habe nicht gewusst, welche Zeile ich genau nehmen soll, beziehungsweise welche Strophe. Dann habe ich mich halt gleich für die erste entschieden und ich glaube, dass es ganz gut und lustig rübergekommen ist. Aber leider läuft nicht alles so glatt wie Selmas Rap. Doch, was wir allein nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Ist das so ein bisschen ein Thema, wovor man Angst hat, dass man vielleicht Sachen über Österreich als Miss Austria dann nicht beantworten kann? Definitiv, ja, bei der Miss Austria, wo dann einfach eine aufregende Situation ist, wo dir viele Leute zuschauen, ist es, glaube ich, schon schwierig, alle Fragen zu beantworten, weil Sachen, die man vielleicht im normalen Leben weiß und dann auf einer großen Bühne sowas gefragt zu bekommen, das kann schon recht schwierig werden. Was hast du jetzt von dem mitgenommen? Was wirst du dir noch besonders gut anschauen? Also ich glaube, ich werde auf Wikipedia mal Österreich und Wien besonders eingeben und mir das alles einmal aufmerksam durchlesen. Von der Staatsbürgerschaftskunde geht's direkt zum Social Media Training mit Bene Falter. Der Social Media Experte erklärt den Mädels die Tücken des World Wide Web. Und wem da nach einer Stunde nicht der Kopf raucht, hat irgendetwas falsch gemacht. Kein Problem für die Missen, die reagieren sich mit einem kurzen Tänzchen im Freien ab. Wer doch gelacht, wenn den Miss Austria-Kandidatinnen bei ein bisschen Kopfarbeit schon ihr schönes Lächeln vergeht. Take my hand, let's have a blast.